Und ich komme zum Tagesordnungspunkt 12. Das ist die Beschlussfassung über eine Neufassung des Paragraphen 50 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtages. Hier geht es darum, welche Fachausschüsse der Landtag einsetzt. Diese können Sie, wenn Sie sich die Drucksache 20-15 anschauen, der Ziffer 1 entnehmen. Europaausschuss, Haushaltsausschuss, Innenausschuss, Kulturpolitischer Ausschuss, Petitionsausschuss, Rechtspolitischer Ausschuss, Sozial- und Integrationspolitischer Ausschuss, Ausschuss für Digitales und Datenschutz, Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, Ausschuss für Wissenschaft und Kunst. Hier können Sie die Ausschüsse sehen in der Ziffer 1. Und ich frage Sie, wer für die Annahme der Ziffer 1 des Antrags der Drucksache 20-15 ist. Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Dann haben wir das so einstimmig beschlossen. Und ich komme zur Beschlussfassung über die Zahl Tagesordnungspunkt 13. Ich komme zur sind wir 13? Ja, ne? Ja. Ich komme zur Beschlussfassung über die Zahl der Mitglieder der Fachausschüsse. Hier gibt es die Situation, dass nach § 50 Absatz 3 der Geschäftsordnung die Zahl der Mitglieder der Fachausschüsse durch Beschluss des Landtages festgelegt wird. Hier haben wir die Situation, dass zwei Anträge vorliegen und in einem solchen Fall wird nach § 85 Absatz 2 der Geschäftsordnung zunächst über den weitergehenden Antrag abgestimmt. Das ist hier eindeutig der Antrag der AfD, da dieser die Mitgliederzahl um zwei Ausschüsse erhöhen möchte. Deswegen lasse ich zunächst über den Antrag der AfD abstimmen. Wer für die Annahme des Antrages der AfD, das ist die Drucksache 20-17, ist, den bitte ich um sein Handzeichen. Wer ist dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Damit ist der Antrag abgelehnt. Und wir kommen zur Abstimmung des Antrages der Fraktionen der CDU, von Bündnis 90, die Grünen, der SPD, der Freien Demokraten und die Linke. Das ist die Drucksache 20-16. Und ich frage, wer ist für diesen Antrag? Ist jemand gegen diesen Antrag? Bei Gegenstimmen der AfD-Fraktion enthält sich jemand von der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist bei Gegenstimmen der AfD der Antrag angenommen und damit ist die Zahl der Mitglieder der Fachausschüsse entsprechend der Drucksache 20-16 festgelegt. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 14. Das ist die Beschlussfassung über die Einsetzung ständiger Unterausschüsse. Nach § 50 unserer Geschäftsordnung kann der Landtag außer dem Unterausschuss Justizvollzug weitere Unterausschüsse einsetzen. Und das können Sie sich anschauen in Ziffer 2 des interfraktionellen Antrages mit der Drucksachennummer 20-15. Hier sind die ständigen Unterausschüsse aufgeführt. Ich frage Sie, wer ist für die Annahme des Antrages? Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Damit haben wir diesen Antrag einstimmig so angenommen. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 15. Das ist die Beschlussfassung über die Zahl der Mitglieder der ständigen Unterausschüsse. Nach § 50 Absatz 3 wird auch hier die Zahl entsprechend durch Beschluss des Landtages festgesetzt. Ich frage Sie, wer ist für die Annahme zu Ziffer 3 des interfraktionellen Antrages Drucksache 20-15? Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Damit haben wir das so einstimmig beschlossen, haben die Zahl der Mitglieder der ständigen Unterausschüsse festgelegt. Jetzt kommen wir zur Tagesordnungspunkt 16. Das ist die Bestellung des Hauptausschusses. Hier ist nach Artikel 93 der Hessischen Verfassung es so, dass der Landtag einen ständigen Ausschuss, den Hauptausschuss, bestellt. Nach dem geänderten § 6 Absatz 1 der Geschäftsordnung besteht der Hauptausschuss aus 17, und zwar nach den Grundsätzen der Verhältniswahl, das ist wichtig, gewählten Abgeordneten. Nach § 6 Absatz 2 der Geschäftsordnung ist eine Vertretung der ordentlichen Mitglieder nur durch die vom Landtag in einem besonderen Wahlgang gewählten Vertreter zulässig. Und auch hier liegen Ihnen 6 Wahlvorschläge vor. Und wie mit den Fraktionen besprochen, erfolgt die Wahl offen, wobei jeder Abgeordnete
oder jeder Abgeordnete für die Wahl der Mitglieder, der stellvertretenden Mitglieder und der weiteren stellvertretenden Mitglieder jeweils über eine Stimme verfügt. Auch das ist wichtig. Wird der Wahl durch Handzeichen widersprochen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu der Abstimmung. Und wir beginnen mit dem Wahlvorschlag der Fraktion der CDU. Das ist die Drucksache 20-18. Und jetzt lasse ich zunächst über die Mitglieder, die in der linken Spalte aufgeführt sind, abstimmen. Wer dem Wahlvorschlag mit der Drucksache 20-18 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Ich möchte Sie nur darauf hinweisen, Herr Lambrou, dass Sie, alles klar, Sie haben wunderbar. Wunderbar, damit sind die 40 Stimmen der Fraktion der CDU abgegeben und damit sind die Mitglieder der CDU gewählt. Als stellvertretende Mitglieder, wie gesagt, ich darf vielleicht noch ein ganz kurzes Mal erläutern, bevor wir zu den stellvertretenden Mitgliedern, jeder hat eine Stimme. Denken Sie bitte daran, wenn Sie Ihre Stimme abgeben. Das ist zwar freundlich, die CDU freut sich bestimmt, wenn sie von anderen Stimmen bekommt, aber wunderbar, Günter Rudolph passt immer auf und wir haben deswegen verhindert, dass es zu irgendwelchen Unfällen kommt. Also, damit kommen wir zu den stellvertretenden Mitgliedern. Das sind die Damen und Herren, die in der mittleren Spalte vorgeschlagen sind. Und auch hier frage ich, wer dem Wahlvorschlag mit der Drucksache 20-18 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die 40 Stimmen der CDU und damit sind auch die stellvertretenden Mitglieder gewählt. Als weitere stellvertretende Mitglieder werden die Damen und Herren in der rechten Spalte vorgeschlagen. Und wer dem Wahlvorschlag zustimmt, den bitte ich um sein Handzeichen. Das sind die 40 Stimmen der CDU und damit sind auch die weiteren stellvertretenden Mitglieder gewählt. Es folgt, meine Damen und Herren, der Wahlvorschlag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 20-19. Gleiches Verfahren, jeder Weiße hat eine Stimme und wir machen das jetzt hier im Bereich der Grünen und kommen zunächst zu den Mitgliedern, die in der linken Spalte aufgeführt sind. Wer dem Wahlvorschlag mit der Drucksache 20-19 zustimmt, den bitte ich um sein Handzeichen. Das sind die 29 Abgeordneten der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und damit sind die Mitglieder gewählt. Als stellvertretende Mitglieder werden die Damen und Herren in der mittleren Spalte vorgeschlagen. Und wer diesem Wahlvorschlag zustimmt, den bitte ich um sein Handzeichen. Das sind die 29 Mitglieder der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und damit sind auch die stellvertretenden Mitglieder gewählt. Als weitere stellvertretende Mitglieder werden die Damen und Herren in der rechten Spalte vorgeschlagen und wer diesem Wahlvorschlag zustimmt, den bitte ich um sein Handzeichen. Das sind die 29 Stimmen der Fraktion Bündnis 90 Die Grüne und damit sind auch die weiteren stellvertretenden Mitglieder gewählt. Als nächstes folgt der Wahlvorschlag der Fraktion der SPD. Das ist die Drucksache 20-20. Und auch hier lasse ich zunächst über die Mitglieder, die in der linken Spalte aufgeführt sind, abstimmen. Wer dem Wahlvorschlag zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die 29 Stimmen der Fraktion der SPD. Damit sind die Mitglieder insgesamt gewählt. Als stellvertretende Mitglieder werden die Damen und Herren in der mittleren Spalte vorgeschlagen. Wer diesem Wahlvorschlag zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. 29 Stimmen der SPD, damit sind auch die stellvertretenden Mitglieder gewählt. Und als weitere stellvertretende Mitglieder werden die Damen und Herren in der rechten Spalte vorgeschlagen. Wer dem zustimmt, den bitte ich um sein Handzeichen. Das sind die 29 Stimmen der SPD und damit sind sie gewählt als weitere stellvertretende Mitglieder. Nun geht es um den Wahlvorschlag der Fraktion der AfD. Das ist die Drucksache 20-21. Auch hier lasse ich zunächst über die Mitglieder, die in der linken Spalte aufgeführt sind, abstimmen. Wer diesem Wahlvorschlag zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die 17 Stimmen der AfD-Fraktion. Dann sind die Mitglieder gewählt. Damit sind die Mitglieder gewählt. Als stellvertretende Mitglieder werden die Damen und Herren in der mittleren Spalte vorgeschlagen. Wer dem Wahlvorschlag mit der Drucksache 20-21 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen.
Das sind die 17 Stimmen der AfD-Fraktion und damit sind auch die stellvertretenden Mitglieder gewählt. Als weitere stellvertretende Mitglieder werden die Damen und Herren in der rechten Spalte vorgeschlagen. Wer diesem Wahlvorschlag zustimmt, den bitte ich um sein Handzeichen. Auch hier sind das die 17 Stimmen der AfD-Fraktion und damit sind auch die... es sind bei allen drei Wahlgängen 18 Stimmen gewesen. Ich bitte, das zu vermerken. Es sind jeweils 18 Stimmen gewesen. Und auch hier bei den weiteren stellvertretenden Mitgliedern wird die Damen und Herren in der rechten Spalte vorgeschlagen. Ich möchte Ihnen das erläutern. Heute Morgen ist es so gewesen, dass die AfD-Fraktion aus 17 Mitgliedern besteht und eine Abgeordnete nicht aufgenommen hat in die Fraktion und es eine fraktionslose Abgeordnete insoweit gibt. Das ist bislang bei uns nicht schriftlich eingegangen und insoweit stimme ich das in seiner Gänze ab. Sobald es schriftlich bei uns eingeht, wird es selbstverständlich ab diesem Zeitpunkt ein anderes Verfahren geben und es wird dann auch explizit das Stimmverhalten abgerufen. Aber ich bitte darum, dies schriftlich bei der Landtagsverwaltung bzw. beim Präsidenten dann entsprechend so einzureichen. Ja? Können wir so verfahren? Dann verfahren wir so und ich stelle fest, dass als weitere stellvertretende Mitglieder die Damen und Herren in der rechten Spalte vorgeschlagen worden sind. Die Abstimmung haben wir schon durchgeführt und Sie haben 18 Stimmen erhalten. Damit sind auch die weiteren stellvertretenden Mitglieder gewählt. Damit folgt der Wahlvorschlag der Fraktion der Freien Demokraten, Drucksache 2022. Ich lasse zunächst über die Mitglieder, die in der linken Spalte aufgeführt sind, abstimmen. Wer dem Wahlvorschlag mit der Drucksache 2022 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die 11 Stimmen der Fraktion der Freien Demokraten. Damit sind die Mitglieder gewählt. Als stellvertretende Mitglieder werden die Damen und Herren in der mittleren Spalte vorgeschlagen. Wer dem Wahlvorschlag mit der Drucksache 20-22 zustimmt, den bitte ich um sein Handzeichen. Das sind die 11 Stimmen der Fraktion der Freien Demokraten. Damit sind die stellvertretenden Mitglieder gewählt. Und wir kommen zu den weiteren stellvertretenden Mitgliedern. Sie sind in der rechten Spalte vorgeschlagen. Wer dem Wahlvorschlag mit der Drucksache 20-22 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die 11 Mitglieder der Fraktion der Freien Demokraten und damit sind sie als weitere stellvertretende Mitglieder gewählt. Und nun beschließen wir über den Wahlvorschlag der Fraktion Die Linke. Das ist die Drucksache 20-23. Ich lasse zunächst über die Mitglieder, die in der linken Spalte aufgeführt sind, abstimmen. Wer dem Wahlvorschlag zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die 9 Stimmen der Fraktion Die Linke und damit sind die Mitglieder gewählt. Als stellvertretende Mitglieder werden die Damen und Herren in der mittleren Spalte vorgeschlagen. Und wer diesem Wahlvorschlag zustimmt, den bitte ich um sein Handzeichen. Das sind die 9 Stimmen der Fraktion Die Linke und damit sind auch hier die stellvertretenden Mitglieder gewählt. Als weitere stellvertretende Mitglieder werden die Damen und Herren in der rechten Spalte vorgeschlagen. Und wer diesem Wahlvorschlag zustimmt, den bitte ich um sein Handzeichen. Auch hier wiederum sind das die 9 Stimmen der Fraktion Die Linke und damit sind auch die weiteren stellvertretenden Mitglieder gewählt. Der Hauptausschuss ist somit nach Artikel 93 der Hessischen Verfassung in Verbindung mit dem Paragraphen 6 der Geschäftsordnung des Hessischen Landtages bestellt. Ich bedanke mich. Herzlichen Glückwunsch zur Wahl.